Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Paper Mario Origami King. Guck mal, man kann mit Mario so richtig cool tanzen, wenn man diese komischen Konfetti-Dinger hier macht. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg zur grünen Luftschlange. Das ist die letzte Luftschlange. Dafür müssen wir hier einmal alle vier Päckchen Betonungs einsetzen. Ist nicht allzu schwer. Oh, hier haben wir Feuer. Was für ein Päckchen Beton müssen wir hier wohl einsetzen? Ich frag mich das ja wirklich. Ach, guck mal, das Päckchen Beton, das man hier einsetzen soll, ist sogar in der Mitte davon schon. Und voila, ist das alles weg. Ja, tolle Sache. Und jetzt haben wir hier so einen coolen Knopf. Den drücken wir einmal. Und wir drehen uns einfach mit dem Teil mit. Die werden alle in die Mitte zeigen und ihre Avatar-Kräfte einsetzen, damit das Teil in der Mitte dann nach oben geht. So, alle vier Pegamatons eingesetzt. War jetzt nicht so schwer. Und ich glaube nicht, dass ihr alle nochmal die Animation davon sehen wolltet. Ja, jetzt kriege ich wieder Mecker. Spiel doch nicht so schnell. Bla bla bla. Aber das ist halt mein Spielstil, Leute. Und ich spiele, wie ich das will. Guck, und jetzt machen sie alle ihren coolen Strahl. Bläh, wir sind die vier Avatar-Pergamentor-Dinger. Aber Luft fehlt trotzdem. Ein Licht in die Wolken. Geil. Bitte, du heller, greller Blitz. Nehme mich in deine Fittiche. Turns out. Sind einfach Aliens, die einen jetzt entführen. Und einfach die Gedärme aus und rausnehmen. Haben Papierleute Gedärme? Ich bin mir da nicht so sicher, wie das funktioniert in der Papierwelt. Bad Elysium. Wow. Ganz schön leer hier. Wo sind wir denn hier? Das muss ganz weit oben sein, aber hier sind viel zu viele Wolken, um etwas zu sehen. Wir brauchen wohl wieder Hilfe von Mr. Ventilator. Oh, okay, die Wolken verschwinden. Und jetzt ist einfach das hübscheste aller Zeiten da. Das Paradies. Warte. Es ist das Toad-Paradies? Tor zur ewigen Glückseligkeit. Warum ist der Toad erstens weiß und warum hat er Flügel? Ah, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Ewige Glückseligkeit endlich. Da drin sind sie also. Dann los, Kinder- und Origami-Schönheiten zuerst. So, ist das so eine Art Spa? Ja, ne? Deswegen auch Bad. Also nicht von Bad Segeberg oder sowas, sondern es ist tatsächlich Leggett ein Bad. So wie Badezimmer. Tretet ein! Erhabene Besucher, willkommen in Bad Elysium. Elysium sogar. Was habe ich denn gesagt, Mario? Schau doch, wie herrlich. Oh, okay. Es ist ein bisschen gruselig, dass die alle weiß sind, ne? Und wieso ist hier das Schiff von Theaud? Okay, in unseren heißen Quellen warten Glückseligkeit und himmlische Wellness auf badefreundliche Besucher. Eintrittspreis sind 1000 Münzen, okay? Ja, ist in Ordnung. Ich habe genug Geld. Lass uns mal ausruhen. Okay, das kannte man. Dieser Spruch, ich müsste eigentlich über 5 Euro für jedes Mal, wenn ich sage, oh, das hat man den Trailer gesehen, in so ein Sparschwein tun. Aber dieses Bad hat man auch schon im Trailer gesehen. Und das heißt, gleich kommt hier Bowser an und verwandelt sich zu Baby Bowser oder so. Aber auf jeden Fall war Baby Bowser auch in diesem Bad. Okay, im Trailer war das ein größeres Bad. Quell der Reinheit. Lindert Risse, Schnitte, Rupfereien. Oh, ich habe mich extra, bevor ich hier hochgegangen bin, nochmal geheilt. Das war wohl ein bisschen dumm, hä? Ich habe extra 4 Pilze eingesetzt, weil mir ging es wirklich gar nicht gut. Hier gibt's zweite Stempel für eure 4 Bäderkärtchen. Ach, da genießen wir doch einfach mal diese schönen Bäder. Ob ich wohl dazu steigen kann oder werde ich durchgeweicht? Na, ich muss es wohl einfach versuchen. Los, Olivia, trau dich. Ach, das fühlt sich ja so gut an. So erfrischt man also Körper und Geist. Tja, Mario, ich befürchte, jetzt interessiere ich mich nur noch für heiße Quellen. So, kann ich jetzt meinen Stempel abholen, bitte? Ja, Stempel Nummer 1. Plapp. Geil. Das hat auch schon wieder so ein Japan-Vibe. Die haben es ja auch irgendwie mit diesen Stempeln. Da gibt es tatsächlich an jedem Bahnhof, also an jedem größeren, so einen Stempelkarten-Dings. Dann kannst du einmal im Land da rumfahren und dir überall Stempel holen. Das ist echt witzig. Guck mal, da hinten ist einfach Bowser's Castle. Warum ist das denn hier über den Wolken? Entschuldigung, Herr Reinemacher? Das ist ja Kami Koopa. So hieß sie, ne? Mario, was ein Zweizweifel Zunderlaubern traut dich denn hierher? Hä? Ach so, stimmt, du bist ja berühmt. Oder kennst du den Reinemacher etwa wirklich persönlich? Reinemacher Unverschämtheit. Der werde ich gehörig. Ach, das ist auch egal. Ich, König Bowser Sauermeister, habe diesen Lump etliche Male den Latzhosenbodenstrand gezogen. Ich, als Reinemacher. Ach ja, ich heiße Kamek und nicht Kami Koopa. Toll, ich bin Olivia und das hier ist Mario. Aber wow, du bist Bowser Saubermeister? Nein, Zauber, nicht so. Ach, vergiss es. Jedenfalls muss ich euch was sagen. Nach wilder Flucht in der Clownskutsche flog König Bowser zu seiner Festung, wo ich seine harte. Doch oh Graus, ein Hinterhalt der Fallschergen. Nun weilt unser König abermals in ihrer Gefangenschaft. Ich alleine, heldenhaft den Schurken entwuselt, schickte mich an den Notfallknopf zu bestätigen. Doch einen unschuldigen Knopfdruck später hatte ich die Flugtriebwerke der Festung abgeschaltet. Padauz! Bowsers Festung fiel aus allen Wolken und landete mitten in Bad Elysium. Tja, und jetzt ist es halt da.
Für das Werfen von Fässern in unserer Halle wird eine Reservierung benötigt. Wisst ihr eigentlich, wie lange da die Wartelänge ist? Wir werden Frühgebühren, Spätgebühren, Stornogebühren und Inkassogebühren fällig. Welche Zahlwahl darfst du seit Münzen, Karte, gnadenlose Zwangsarbeit? Ah, Frechheit, die Ausländer hier. Mann. Und jetzt seht ihr, in welcher Klemme ich stecke. Kommt mir nach, sprüttet euch. Ey, cool. Wir arbeiten jetzt mit Kabik zusammen. Guck mal, ihr seid überall die Gefolgen von Bowser. That's funny. Kehren auf einer Wiese, nicht mal Bowser ist so gemein. Kehren auf einer Wiese. Ja, ist okay, ich folg dir. Guck mal den Toad an. Wie witzig. Ich, ein top dekorierter Shy-Guy, Elite-Kommandeur, muss ja Marmorsch rum, die Welt ist schlecht. Na dann auf zu Bowsers Festung. Oh, es war eine Falle! Oder, nee, doch nicht. Das ist auf jeden Fall ein Origami-Type. Hallo, kannst du es bitte lassen? Ey, diese Blitztypen gab es auch in einem früheren Mario-Teil. Die kenne ich sogar. Die gab es sogar in diesen 2D-Teilen. Ah, hochaufschlussreich. Meine Theorie hat sich bestätigt. Die Festung wird bewacht. Gegen diesen Gewitterfutzi können wir wohl nicht viel machen. Und mein Besen habe ich leider auch nicht mehr. Papa! Ah, da ist Baby Bowser. Baby Bowser, schreitet zur Tat! Papa! Nein, nicht die Schere! Okay, das wird der nächste Boss sein. Und jetzt zerschneidet er einfach Baby Bowser. Tja, das war's dann wohl mit seinem Auftritt in Super Smash Bros. Der war sowieso unfair in dem Spiel. Nein! Junger Herr, hört ihr mich? Läuft die Kutsche noch? Wir müssen ihn schnell zusammenknüllen. Was steht ihr da noch so rum? Auf zu den heißen Quellen! Aber da dürfen wir hundertprozentig nicht rein, weil die ja böse auf uns sind, weil die ja einfach das Schloss hier hingeschmissen haben. Entschuldigung, können wir unseren Freund kurz ins Badewasser tunken? Hallo? Heiße Ohren kannst du haben! Yay, wir dürfen kämpfen. Also diese Wacky-Dinger halten richtig viel... Oh, die macht einfach Flächenschaden von 38! Kamek ist der stärkste Begleiter, den wir bisher hatten. Holy crap! Okay, das ist wirklich ultra viel Damage, die drauf hat. Aber am Ende langt halt doch einfach ein einfacher Sprung und sie sind tot. Und wenn Kamek es noch angreift, ja, easy game. Dann war der ja doch nicht so schlimm. Kamek ist richtig stark. Ah, lasst euch Zeit, junger Herr. Saugt jedes Tröpfchen in eure Faserchen auf, ja? Blub, 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 ertrunken. Dead. Rip. Wirkt das bereits? Oh, er ist doch ganz schön dreckig. Oh, ein Wunder, der Junge hier lebt. Ha, ich weiß nicht. Ich bin nicht schuld an der Absturz. Ich wollte nur Papa helfen und dann hat man mich zerschnibbelt und dann weiß ich nichts mehr. Hey, was macht denn Mario hier? Kämpft ihr gerade? Moment, ich bin so gut wie bereit. Kampf, Kampf! Oh nein, junger Herr, wir sind nicht am Kämpfen. Wir müssen euren Vater retten. Und dafür brauchen wir euch. Oh, aber dann kriege ich was zu kämpfen, ja? Kämpfen, kämpfen! Ich habe nämlich schon ewig nicht mehr gekämpft. Ich will kämpfen! Hey, ihr seid wohl zu zerknittern, um zu fliegen. Und schmutzig seid ihr obendrein. Vielleicht helfen mir die anderen Quellen, damit ihr wieder sauber werdet. So, Quelle Nummer 2. Oh, Quelle Nummer 2 ist sehr, sehr heiß, wie es scheint. Ah, hier, die rechte Seite ist nicht an. Aua! Lol, das Wasser ist einfach viel zu heiß. Okay, aber ich sehe da hinten was. Also man kann zumindest hier rüber hüpfen. Hallo Gegner. Nein, ich will nicht kämpfen. Aber da... Okay, wir müssen da dran vorbei. Moment. So, wir müssen hier natürlich das Wasser heil machen. Damit es oben wieder fließen kann. Damit das Wasser oben nicht zu heiß ist. Genau. So, und jetzt hat es bestimmt die richtige Temperatur. So, entspannt euch, Leute. Look nicht, Cloud Kutsche im Reich und Tauchstation. Blub, 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 blub. Und ich bin gleich viel sauberer. Okay, das dritte Bad ist ein bisschen versteckter. Hier ist so ein komischer Wald. Oh boy, das sieht ein bisschen anstrengender aus. Aber Urwald klingt erstmal gut. Das erinnert mich wieder an Paper Mario für den 64. Da gab es auch sowas ähnliches. Der Quell liegt bestimmt in der Krone. Dann auf zur Krone. Aber die Brücke ist leider kaputt. Sad. Hm, aber da links scheint es einen Pfad zu geben. Okay, man kann ja schon mal hier lang. Man kann doch bestimmt hier einfach rein. Ja, das geht. Und die Weggabelung. So, Livia sagt rechts, Kamek sagt links und ich vertraue natürlich Kamek. Kamek, wir gehen nach links. Vorzüglich gewählt. Wobei, irgendwie bizarr. Normalerweise hört doch nie jemand auf mich. Jetzt bekomme ich es ein wenig mit der Angst zu tun. Und was geht denn jetzt schon wieder los? Was geht los da rein? Okay, da war halt gar nichts. Dann lass doch einfach links gehen. Wird schon richtig sein. Kamek wird doch niemals lügen. Olli, ein weiterer Scheideweg. Also da ich letztes Mal recht hatte wie jedes Mal, erlaube ich mir die Führung zu übernehmen. Ich gehe wieder mit Kamek. Ich gehe immer mit Kamek. Als ob ich das jetzt kaputt machen würde. Nee. Auf keinen kämpfe ich hier gegen irgendwas. Hast du ja vollkommen vergessen. Na, ihr zwei. Hä, die können einfach Feuer spucken, lol. Lol. Gibt's die wirklich? Ich dachte, die gibt's nur bei Smash. Guck mal, hier könnte man einfach mit der Ocarina richtig schön Musik machen.
Der hat einfach so ein Perk mit Totteil. Na gut, dann müssen wir wohl gegen ihn kämpfen. Das ist ja gemein. Einen normalen Angriff sollten die... Nein! Hey, die überleben nicht mal so einen normalen Sprungangriff mit 28 Leben. Da weiter geht ja gar nichts. Und damit sind die auch weg. Nice, nice. Okay, ich hätte jetzt mit dem Erdpegamento gerechnet. Aber von mir aus auch diese komischen Arme. Was will ich denn mit den Armen hier? Irgendwas runterziehen? Ach, natürlich, da ist so, irgend so eine Lasche. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, lol. Okay, wir kommen einfach hoch. Ich meine, hier rechts ist auch noch irgendwas. Da ist nämlich eine Nee, das ist gar nichts. Okay, never mind. Let's see what do we got here. Scheint auf jeden Fall der richtige Weg zu sein. Also ich glaube, das war... No. Kommt da so ein riesiger Origami-Kettenhund an. Der hat uns verfolgt. Er ist so eine Art Wolf, ne? Ich war gar nicht so schlecht. Komm runter, ich will euch alle fressen. Wie brutal. Verfolgt uns jetzt die ganze Zeit? Aber es schien ja trotzdem die richtige Wahl gewesen zu sein. Ich frage mich, ob das jetzt wirklich Einfluss genommen hätte, wenn ich auf Olivia gehört hätte. Ob dann der Kettenhund nicht hinterher gewesen wäre? Ein Ninji? Nein, bitte, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will gegen gar nichts hier kämpfen. Lass mich alle in Ruhe. Ich will gar nichts. Das ist so weird, dass hier so viele komische Gegner sind. Aber das Spiel hat das echt schlecht gemacht mit diesen Kämpfen. Man möchte halt wirklich überhaupt gar nicht kämpfen. So, dritte Gabelung. Oh, ich glaube natürlich Baby Bowser. Let's go, Baby Bowser. Yes. Haha, Mario macht, was ich sage. Wenn das mein Papa sieht. Ja, der wäre stolz auf dich. Let's go. Ich meine, wir machen das hier alles für Baby Bowser. Natürlich weiß der, wo wir lang müssen. Hä, so ein Müll. Wenn die Steine da nicht wären, wäre das bestimmt der total richtige Weg. Blöde Steine. Oh nee, jetzt muss ich kämpfen, weil der den falschen Weg gesagt hat, oder was? Was kommt da raus? Auch wieder ein Kettenhund. Yes. Rip. Wie brutal. Was, war das einfach Game Over? Na dann vertrauen wir dieses Mal mal Olivia. Oh nein, das war falsch. Bitte verzeih mir, Mario. Alle guten Dringe sind drei. Kabik. Ja, dann zeig doch mal, was haben wir denn auf deinem Weg? Ja, hier ist der Typ auch. Aber hier kommt er viel, viel früher. Und diesmal können wir ausweichen. Schnell weg. Ich will nicht gefressen werden. Ich wurde schon zweimal gefressen, lieber Kettenhund. Du musst doch irgendwann mal satt sein. Hör mal auf, mich zu verfolgen, ja? Tja, da passt du wohl nicht durch. Fettsack. Sollten wir ihm nicht helfen? Komm, ich rette dich. Okay, er will nicht. Ich habe keine Lust mehr. Können wir bald mal da sein? Oh, wir sind auf der anderen Seite. Nice. Oh, damn, wir sind auf dem falschen Baum. Guck mal, bei dem Baum da links auf der Insel, da ist der heiße Quell, weil da läuft Wasser runter. Und natürlich ist die Leiter kaputt, das heißt, wir kommen da nicht hoch. Ein Glück haben wir hier noch ein Blättchen. Ey, geil, Memory. Diese Folge ist richtig langweilig. Ich will das nicht machen. Dieses ganze Spa-Gedöns hier ist doof. Ja, jetzt komm mal runter, du. Wo muss ich dich denn greifen? Da, okay, danke. Sind wir da bald mal da? Kamek? Hä, wieso läuft sie? Nein, der kennt und folgt uns! Und frisst einfach die Leiter auf. Okay, wir kommen jetzt nicht mehr zurück. Bye, bye, Miss American Pie. Da habe ich aber Glück. Kamek, du gemeiner Fieselung, wieso läufst du einfach weg, ohne was zu sagen? Ja, sorry. Yo, der frisst einfach Pflanzen auf, der frisst einfach alles auf. Was ist denn das für ein komischer Typ? Hä? Und Olivia hat diesmal auch nichts gesagt, sie ist einfach weggelaufen. Sind wir denn bald mal da? Das ist hier doch alles doof. Boah, wir haben so ein Glück mit diesem komischen Kettenhund, dass er uns nie erwischt. Also zweimal hat er uns gefressen, aber sonst nie. Boah, endlich sind wir da und das ist aber leider erst der dritte Quell. Hoffentlich kommen wir einfach so zum vierten Quell. Das nervt mich hier richtig. I don't know. Die Folge wird jetzt wahrscheinlich auch richtig lang oder ich schneide richtig viel raus. Oh, die Quelle ist auch nicht da. Oh, die Quelle ist kaputt. Da ist ein Loch im Boden. Wir bräuchten den Stöpsel. Da oben ist er doch. Ich sehe den Stöpsel schon. Okay, aber warum bauen die sowas ein? Das ist doch jetzt einfach nur noch Zeitschinderei. Damit das Spiel ein bisschen länger geht. So, da Stöpsel. Euler. So, Stöpsel noch kurz reinhämmern. Und dann haben wir es doch. Oh, Spitzer, der kann die jetzt baden. Tada, nicht mehr dreckig. Tja, geht ohne mich weiter, Leute. Ich will hier bleiben. Tschüss. Junger Herr, sputet euch doch. So langes Baden soll der Hautschaden, soweit ich... Oh, jetzt verliert er seine Farbe. Mir ist komisch, Kamek. Ich habe gar keine Lust auf Kämpfen. Ich habe noch nicht mal Lust auf irgendwas zu haben. Ich will nicht mehr baden. Papa badet nur einmal im Jahr und dem geht's dufte.
Und runter von der Insel! Hui! Tja, und wo kriegen wir jetzt Farbe für kleinen Bowser her? Okay, bei diesem Bad scheint zumindest alles normal zu sein, außer dass da dieser Origami-Typi drin ist, aber den können wir ja easy peasy weghauen, oder? Okay, es sind ein paar mehr. Alles klar. Aber Gumbas sind ja nun wirklich gar keine Herausforderung. Also die sterben ja wirklich One-Hit. Vor allem, wenn man dabei noch einfach so ein Eispergamentor hat. Eispergamentor des Todes. Stimmt, den hatten wir noch nie im Kampf eingesetzt. Eigentlich ganz cool. Nice. Sehr gut gemacht, kleine Bär. Nichts rein in die Suppe. Den Knitterlook kann ich tragen, wenn ich erstmal Opa bin. Tada! Oh, das ist toll, aber ihr habt eure Farbe immer noch nicht wieder. Naja, damit haben wir auf jeden Fall auch alle 4 Stempelkarten und damit kommen wir wahrscheinlich in das VIP-Bad, wo Baby Bowser dann wahrscheinlich auch seine Farbe wiederbekommt. Hi, ich habe alle Stempelkarten. Ich möchte bitte meinen Gewinn abholen. Wundervoll! Hier euer Stempelpreis! Ja, ein VIP-Thermal-Ticket! Ich weiß sogar schon, wo ich es einsetzen muss. Das ist nämlich ganz links und ich habe jetzt wahrscheinlich zu viel rausgeschnitten, deswegen habt ihr es ja gar nicht so richtig verstanden. Aber die Toads, die hier sind, ihr seht das auch an dem Toad hier links, der schreit hier die ganzen Koopas an, also die Gefolgsleute von König Bowser. Die müssen hier alle schuften, deswegen putzen die ja alle, weil eben das Schloss von König Bowser hinten drauf geknallt ist. Also ich hatte es kurz angeschnitten, als der eine Toad das gesagt hat, dass die ja zahlen müssen. Und deswegen müssen die alle arbeiten. Nur so zur Story. Und hier ist dieses komische letzte Thermalbad. Und dafür braucht man halt dieses VIP-Ticket. Und der nette Toad an der Rezeption meinte eben schon, oh ja, hier werden deine Farben ganz frisch aufgeneuert und so. So, ich erspare euch diese Höhle hier und hier kommt jetzt ein kleines Minispiel. Durch die Röhre können wir nicht. Am Ende der Röhre wäre, wie man hier lesen kann, der Quell der frischen Farben. Aber die ist am Ende verstopft und jetzt müssen wir als Klempner natürlich die Röhre heil machen. Und hier einmal dran vorbei. Hier kommt allerdings immer ein kleines Lüftchen. Und wenn ein Lüftchen kommt, dann soll man sich festhalten. Wow, das ist Gameplay. Krass. Aber das wollte ich euch doch schon mal zeigen, weil ist ja doch noch mal... Ja, okay, Lüftchen. Kannst du dann auch irgendwann mal aufhören. Ist ja dann doch noch mal... was anderes an Gameplay, was man davor noch nicht so gesehen hatte. Achso, und Fusi-Gegner gibt es inzwischen auch. Habe ich aber noch gegen gar keinen gekämpft bisher, aber wahrscheinlich muss ich jetzt gegen einen kämpfen. Das ist belastend. Hä? LOL! Was? Was ist er denn für... Okay, das heißt dann wohl, man muss in einem Rutsch einfach rüber... Nein! Und ich springe einfach durch die Lücke! Richtig, der Pleb! So, alles gar kein Problem. Da ist das Ende der Röhre. Yay, geschafft! Mando. Spannendste Folge ever heute. Hast du gut gemacht, Mario. Auf zum heißen Quell! Kommt man hier einfach durch? Ja, alles klar. What the fuck ist das denn jetzt? Warte mal, ist das die geheime Quelle? Aber es ist so dunkel. Vielleicht ist das ja so dunkel, damit alles ein Geheimnis bleibt, oder was meinst du? Keine Ahnung. Man hat eben schon den Quell gesehen, da unten. Was soll das hier sein? Sieht aus wie ein schlechtes Theaterstück. Oh nein, jetzt kommt hier ein Boss! Warum kommt denn hier ein Boss? Ich habe gar keinen Bock auf den Boss, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich fand sie richtig langweilig. Ich habe auch viel zu spät aufgenommen. Ich hatte eigentlich gar keine Lust, aber sonst wäre überhaupt kein Video gekommen. Eigentlich sollte man das nicht machen, wegen Qualitätssicherung, bla bla. Aber ja, mal gucken, was ich aus dieser Folge machen werde. Die ging jetzt auf jeden Fall 1,5 Stunden. Kann ich bestimmt richtig schön runterkürzen auf 1/4 Stunde. Und dann sehen wir uns morgen oder bei der nächsten Folge wieder, wenn wir hier wahrscheinlich gegen die Schere oder was kämpfen müssen. Oder was auch immer hier auf uns wartet. Von dem her, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.